Bundesrepublik kann aufatmen. Merkel kann sich wieder aus dem Panic Room an die Öffentlichkeit begeben. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Hä? Hey, denk mal nach, McFly. Denk nach. Ganz knapp, nur hart ist man dem Umsturz entkommen, indem man die rechtsextreme Terrorzelle in Chemnitz ausgehoben hat. Ihr wisst alle, habt ihr schon gelesen, Revolution Chemnitz. Eine Gruppe von 8 Leuten wurde verhaftet, groß aus dem Hooligan-Milieu, die einen Umsturz geplant hätten in Deutschland. Bei der HD fand man dann Schlagstöcke und Luftgewehre. Eine Sekunde. Heute ist doch gar nicht der 1. April. Aber es ist auch interessant, wann das Ganze kommt. Es kommt wie gerufen für das System. Es kommt wie gerufen für Merkel und Co., denn gerade, es ist, hängt natürlich mit dem Erdogan-Besuch zusammen, schnellte die AfD auf einen historischen Höchststand von 18,5% in einer Umfrage, aufgrund natürlich des absurden Erdogan-Besuchs. Und ein derartiger Fall, also ein rechter Terror, ja, das ist genau das, was man braucht, um die AfD klein zu halten und die Kacks und die Bürger besorgt und in der CDU-CSU zu halten. Und es ist auch sehr interessant, wenn man sich anschaut, wie die AfD im Lauf der Geschichte, ihrer Parteigeschichte, beurteilt wurde. 2013 war sie die Professorenpartei. 2014 eine vorübergehende Randerscheinung. 2015 abgehängte Modernisierungsverlierer. 2016 sagte man, man müsste sie mit Argumenten widerlegen. 2017 wollte man die Wähler zurückgewinnen, ging auf sie zu. Und 2018 merkt man, man kriegt sie nicht klein, man gewinnt die Wähler nicht zurück. Und jetzt will man den Verfassungsschutz einsetzen, um die AfD zu vernichten. Und wie gerufen kommt hier der Fall der sogenannten Revolution Chemnitz. Ja, ja. Es gibt de facto, und dessen der Tatsache müssen wir ins Gesicht sehen, ein Potenzial zu Gewalt und Terrorismus in der, sag ich mal, im weitesten Sinne rechten patriotischen Szene. Denn es gibt eine Affinität zu Waffen, es gibt eine gewisse Affinität zu Gewalt. Die NSU ist ein eigenes Kapitel, das ich hier nicht aufmachen werde. Ein brennendes Wohnmobil und ein ausgebranntes Haus. Bilder, die symbolisch für die Entdeckung des NSU stehen, des nationalsozialistischen Untergrunds. 1999 sorgen diese Fahndungsfotos für Aufregung in Deutschland. Unbekannte Täter überfallen mindestens 14 Bankfilialen in mehreren ostdeutschen Bundesländern. Später werden die Taten Uwe Mundlos und Uwe Böhner zugeordnet. Von da an beginnen die Verbrechen. Bankraube, Bombenanschläge und am 9. September 2000 beginnt zudem eine Serie rassistischer Morde. In Nürnberg wird ein türkischer Blumenhändler erschossen. Bis April 2006 folgen weitere Morde an 8 Türken und einem Griechen, immer mit derselben Waffe und nach dem gleichen Muster. Auf einer Propaganda-CD brüstet sich die Terrorzelle später mit den Taten. Die Leute sind wütend, zornig. Es gibt eine Person und diese Person nervt mich dermaßen, dass sie für mich fast schon eine therapeutisch-medikamentöse Wirkung hat. Ich präsentiere Katharina Schulze. Hallo zusammen. Ich habe mir die 2 letzten Nächte um die Ohren geschlagen, weil eine panische Regionalpartei mit ihrem verantwortungslosen Handeln eine Regierungskrise herbeigeführt hat. Und währenddessen sterben weiter Babys, Kinder und Erwachsene im Mittelmeer und die Seenotrettung wird an ihrer Arbeit gehindert. Ich finde das so unglaublich schäbig und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen. Panisch. Panische Regionalpartei. Dieses unfassbare Entitlement in ihrer Stimme, ja? Diese, wie komme ich überhaupt dazu? Überhaupt? Ich habe mir 2 Nächte um die Ohren geschlagen. Ja? Also das Ganze wieder strotzt vor Anklage, vor Selbstgefälligkeit, vor dieser absoluten Selbstgerechtheit. Im Hintergrund diese lächerliche We-Can-Do-It-Frauen-Ikone, dieses für ein starkes Europa-Plakat, das sie irgendwie lieblos auf ihr Sofa gestellt hat. Ich finde das so unglaublich schäbig und ihre ganzen Nackenhaare sträuben sich vor Empörung über diese Schäbigkeit. Am Schluss dieses, ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen, wo die Stimme leicht abbricht, das nervt mich am meisten. Das ist nicht authentisch, wirklich nicht. Das ist einfach, ich muss Dampf ablassen. Aber nein, wir haben ja jetzt einen Kompromiss zwischen CSU und CDU und wir bekommen jetzt ein neues Grenzregime und Lager für Geflüchtete. Es ist nicht unglaublich zynisch, dass unsere Gesellschaft sich über die Lager für Kinder von Trump aufregt, aber hier Regierungsparteien Lager für Geflüchtete gutheißen?
Das muss endlich aufhören. Ein kleiner Tipp für dich, Kate, vom Pro quasi. Wenn du schon versuchst, hyperemotionale, spontane Statements einzustudieren, dann bitte bring sie auch irgendwie gut rüber, okay? Das muss endlich aufhören. Das muss endlich aufhören, weil ich Katharina Schulze will es. Und ich habe die Moral auf meiner Seite. Was will sie denn alles, die liebe Kathi? Ich will eine humanitäre Asylpolitik. Ich will, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört. Ich will Fluchtursachen bekämpfen. Ich will Integrationsgestalten. Ich will schnelle und rechtsstaatliche Verfahren. Und ich will endlich, dass Geflüchtete in Arbeit hier kommen. Und ich möchte unser Europa verteidigen. Ich will die Freizügigkeit erhalten und ich will den Schengen-Raum stärken. Damit darf man ihm jetzt einfallen, wenn ich lieber nicht, weil sonst wird das Video rascher gesperrt, als ihr Hallo zusammen sagen könnt. Und wenn ihr das auch so seht, dann helft mir doch bitte dabei, dass wir unsere Zukunft gut gestalten. Ich habe nämlich keinen Bock. Mich reißt jedes Mal bei der Stelle im Video. Ich habe nämlich keinen Bock. Ja, keinen Bock. Keinen Bock. Das, wer? Wer ist ihr Feindobjekt Nummer 1? Das alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen. Und ich habe auch keinen Bock, dass nationale Kleingeister unser Europa kaputt machen. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich einen Aufstand der Anständigen und Aufrechten. Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind und dass wir keinen Bock haben auf die Politik von CSU, CDU und SPD. Liebe grüne Bayern, nehmt doch die liebe arme Kathi in den Arm und sagt ihr, dass sie mit diesem keine Lust und diesem, das ist unerträglich. Unser Land kann mehr. Und unser Land braucht mehr. Und deswegen hoffe ich, dass ihr dabei seid. Well, meanwhile, a recent UN report is predicting a sharp rise in the world population, claiming the number of people in Africa could double by 2050. This would bring its total to more than 2.5 billion, considering Europe's now taking in more than 100,000 refugees who arrived from Africa via the Mediterranean. This new report raises key questions about what it will mean for the EU. Well, let's discuss all this with political commentator Mo Ansar and Austrian activist Martin Sellner, who in a week's time will head to the shores of Libya to turn back refugee ships. And at that point, Martin, let's start then with you. Is your expedition then somehow related to this report's findings? Yeah, absolutely, because we see that when Europe continues its policy of open borders, it will lead to a catastrophe, also for Europe and for Africa, because we think that immigration is destroying Europe. And the emigration, this exodus of young men, is also destroying Africa's future and making the situation worse. We think this massive migration is solving no problem, and that's why we need to implement the Australian No Way policy and tell those young men and these masses will come in Africa that Europe is not their future and they have to create a future in Africa. And how do you respond then to that, Mo? The late, great Professor Hans Rosling, who died in February this year, did a fantastic series. He's a statistician. He's an award-winning analyzer of figures and is a phenomenal and was a phenomenal mathematician. He said that the world has a PIN code, and the PIN code currently in 2017 is 1114, and that covers the population of America, Europe, Africa, and Asia. He suggested, and he's been writing about this for 10 years, that the PIN code by 2050 would change. It'd become 1125. So we'd see the population of Africa double and the population of Asia go from 4 billion to 5 billion. However, the important thing, and things like Martin and the neo-Nazis and the far right across Europe and those peddling the hate and hysteria about immigration, is that by 2100, Professor Hans Rosling said that the world PIN code and the final PIN code, where the world population will stabilize at 1145. So a billion in America, a billion in Europe, 4 billion in Africa, and 5 billion in Asia. Now, the reality is this, that these population changes are going to happen, whether Mo Ansar, whether Martin Sellner, whether anybody else likes it or not. So we need to decide how we want to live in the future. We need to find a way that is well integrated. We have policies of integration. People who are anti-multiculturalists and anti-globalists and anti-Islam and all the usual kind of hate and hysteria we hear from the far right nowadays, they want to create a world of division, of walls and boundaries. And the people I hang about with, the people I speak to, the people I meet when I do my music and my politics and my activism, the people I meet, they want
less walls and they want more bridges. They want us to build connections between communities. They want us to embrace change. And in fact, every time Europe has embraced civilizational change and we are at a civilizational crossroads, there's been a great enlightenment. So I'd invite Martin to join the cause. I'd ask him to become more enlightened. Das ist unerträglich.